Die Pressekonferenz des Bundeskanzlers und der Gewerkschaftschefin Fahimi und des Arbeitgebervertreters. Wir haben heute Themen besprochen, die uns alle umtreiben. Viele sorgen sich wegen der stark steigenden Preise. Viele spüren die Inflation beim Einkaufen im Supermarkt, an der Tankstelle, bei der Heizkostenabrechnung. Auch die Betriebe geraten wegen hoher Energiekosten immer mehr unter Druck. Mir ist wichtig, es noch einmal deutlich zu sagen. Die Bundesregierung lässt niemanden mit der Last allein. You'll never walk alone. Dieses Versprechen gilt. Wir machen das mit Entlastungspaketen, die jetzt beschlossen sind, alles in allem 95 Milliarden Euro. Wir setzen also viel Geld ein, um für eine Entlastung bei den Bürgern und Bürgern, bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, aber eben auch bei der deutschen Wirtschaft zu sorgen. Das zeigt, wie entschlossen und schnell die Bundesregierung die notwendigen Entscheidungen trifft, um die Last durch die hohen Preise zu lindern. Die Maßnahmen helfen insbesondere den Bürgern und Bürgern, die es am dringendsten brauchen. Sie helfen auch den Unternehmen, damit die Arbeitsplätze sicher bleiben. Um gute Maßnahmen zu entwickeln, ist der Austausch und die Abstimmung mit den Tarifpartnern, der Wissenschaft und der Geldpolitik wichtig. Deshalb habe ich die konzertierte Aktion ins Leben gerufen. Und heute fand bereits die zweite Sitzung statt. Wir haben diskutiert über die jüngsten Maßnahmen der Bundesregierung und über weitere Maßnahmen, die ebenfalls helfen können. Ich habe den Tarifpartnern das Angebot unterbreitet, zusätzliche Zahlungen bis zu 3.000 Euro von Steuern und Abgaben zu befreien, wenn dadurch mit einer solchen Zahlung die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser durch die Krise kommen können. Das ist ein Angebot. Natürlich werden Tarifverhandlungen nicht im Kanzleramt geführt. Zusätzliche Zahlungen können müssen nicht in Anspruch genommen werden. Trotzdem ist das eine große Hilfe, wenn das überall in Deutschland und an vielen Stellen stattfindet. Ich bin mir aber sicher, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sich freuen werden, wenn sie zusätzlich zum vereinbarten Lohn eine steuer- und abgabenfreie Zahlung erhalten. Die Teilnehmer haben alle über ihre Sorgen wegen der hohen Energiepreise gesprochen. Für manche Betriebe, das wissen wir, ist die aktuelle Situation brenzlig, manchmal sogar existenzgefährdend. Wir nehmen das sehr ernst und deshalb arbeiten wir ganz intensiv daran, um einen Teil der gestiegenen Energiekosten ersetzen zu können mit Förderprogrammen. Aber es geht natürlich zuallererst darum, was wir alles tun können, um die Preise überhaupt zu senken. Dazu zählen unsere Beschlüsse, die wir gefasst haben, damit der Strommarkt nicht so weiterläuft, wie das gegenwärtig der Fall ist. Sie wissen, dass wir vorschlagen, eine Erlösobergrenze für Unternehmen einzuführen, die Strom nicht mit Gas produzieren, sondern mit Windenergie, mit Solarenergie, mit Biomasse, mit Wasserkraft, mit Kohlekraft, mit der Nutzung von Atomkraftwerken und diese zusätzlichen, die darüber hinausgehenden Erlöse abzuschöpfen, um sie für eine Verbilligung des Strompreises, der Netzentgelte, aber auch eine Strompreisbremse einzusetzen. Dieser Vorschlag ist auch deshalb jetzt sehr schnell umsetzbar, weil ja die Vorschläge der Europäischen Kommission ziemlich identisch sind mit dem, was wir in Deutschland entwickelt haben. Darüber freuen wir uns sehr und das bedeutet auch, dass das jetzt schnell realistisch wird. Die Bundesregierung hat auch gesagt, wir werden uns mit der Frage der Wärmekosten und der Gaspreise auseinandersetzen. Wir wollen eine Expertenkommission einsetzen, die sehr schnell schon im Oktober Ergebnisse erzielt. Dafür haben wir Vertreter von Unternehmen aus den Branchen gebeten, da mitzuarbeiten. Wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gebeten, das zu tun. Wir sorgen dafür, dass alle, die in diesem Bereich etwas beizutragen haben, das auch tun können. Aber wir wollten unbedingt auch erreichen, dass hier Vertreter der konzertierten Aktion mit dabei sind. Und wir werden deshalb 4 Vertreter dabei haben. Und es wird dann so sein, dass Frau Grimm und Herr Vassiliadis und Herr Russwurm als Vorsitzende diese Kommission leiten. Das ist für uns ein guter Beitrag dazu, dass wir in der Tradition von Sozialpartnerschaft eine der ganz drängenden Aufgaben miteinander besprechen, dass wir genügende intensive Expertise haben, um dazu beizutragen, dass die Preise entsprechend wieder sinken können und wie wir es schaffen können, diejenigen, die mit den Preisen nicht umgehen können, seien es Unternehmen, seien es Bürgerinnen und Bürger, auch zu unterstützen. Also eine große Herausforderung. Ich bin sehr froh darüber, dass die Tradition der Sozialpartnerschaft in Deutschland uns schon durch viele Krisen geführt hat. Ich bin sicher, das wird wieder der Fall sein. Deshalb ist es gut, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
und Unternehmen an einem Strang ziehen. Es ist die richtige Weise, um auf solche Herausforderungen zu reagieren, wie wir sie heute sehen. Eins ist klar, wir werden es schaffen, die Herausforderung, die mit teureren Energiepreisen und mit den fehlenden Flüssen von Gas aus Russland zum Beispiel verbunden sind, zu bewältigen. Wir werden durch diesen Winter kommen. Wir haben die technischen Fragen bereits in Angriff genommen durch all die Entscheidungen, die wir getroffen haben mit dem Bau von Terminals, mit dem Ausbau der Energieimporte, der Gasimporte aus den westeuropäischen Häfen, mit zusätzlichen Gasimporten aus Norwegen und den Niederlanden, mit den Möglichkeiten, die sich durch die Gasspeicherung ergeben, mit der Nutzung von Braunkohlekraftwerken und der Nuklearenergie. Aber wir werden auch das Preisproblem in den Griff bekommen und das gemeinsam angehen. Das ist eines der Ergebnisse dieser Sitzung. Im Übrigen werden wir uns weiter beraten. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung unseres heutigen Gesprächs im November. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Herr Dulger, sehr geehrte Damen und Herren, ja, in der Tat, ich habe es schon an anderer Stelle gesagt, die bisherigen großen Anstrengungen der Bundesregierung sind in der Tat sehr in der Breite auch dokumentiert. Wir haben uns heute damit auch noch mal befasst, was das dritte Entlastungspaket alles beinhaltet. Klar ist für uns heute aber miteinander geworden, dass wir ein hohes Tempo brauchen bei der Ergebnisumsetzung und dem Finden der Lösungen, die das dritte Entlastungspaket jetzt konkret machen müssen. Die Dynamik der Probleme und Herausforderungen, sie überholt uns quasi von Woche zu Woche. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt schnell Entscheidungen getroffen werden, die nach Möglichkeit noch auch in diesem Jahr entsprechende Entlastungen schaffen. Denn es muss uns vor allem zunächst einmal in der ersten Etappe gelingen, ohne größere Blessuren in das nächste Frühjahr zu kommen. Die Rezessionsgefahr, die diskutierten Pleitenwellen, die drohenden Strukturbrüche in der Industrie, das alles kann nicht nur wirtschaftlichen Schaden mit Beschäftigungsverlusten in Deutschland bedeuten, sondern auch das, was wir ja gerade nicht wollen, eine gestiegene Abhängigkeit. Und deswegen gilt es in vielerlei Hinsicht, all dieses auch zu verhindern. Das Hauptproblem ist und bleibt die hohe Inflation. Und die ist am Ende des Tages vor allem energiepreisgetrieben. Die beste Bekämpfung ist also, auf die Energiepreise zu drücken. Und das ist an vielen Stellen schon konkretisiert worden mit Blick auf den Strommarkt, sowohl in den Entscheidungen der Bundesregierung wie auch gestern mit der Verkündung der Pläne der EU-Kommission, die sich ja in dieser Hinsicht durchaus decken. Wir, die Gewerkschaften, sind der Auffassung, dass wir weitere kurzfristige Maßnahmen in diesem Jahr mit Blick auf die Kaufkraftstabilisierung brauchen. Das bezieht sich zum einen auf das Angebot, die Aufforderung der Bundesregierung, zusätzliche Zahlungen von bis zu 3.000 Euro steuerfrei zu ermöglichen, die also für die Beschäftigten eine Entlastung bringen sollen, zusätzlich zu laufenden Tarifverhandlungen bzw. zu eben auch nicht stattfindenden Tarifverhandlungen. Dazu werden wir mit den Arbeitgebern ins Gespräch kommen und praxisgerechte Lösungen finden. Es muss aber aus unserer Sicht auch eine weitere politische Flankierung geben durch eine zweite Energiepreispauschale. Das haben wir schon an anderer Stelle thematisiert, über 500 Euro plus 100 Euro pro Kind. An dieser Stelle bedarf es dann sicherlich noch weiterer Gespräche aus unserer Sicht. Mit Blick auf den Eingriff in den noch ausstehenden Eingriff auf den Wärmemarkt ist schon auf die Expertenkommission hingewiesen worden. Wir begrüßen das. Wir begrüßen vor allem den Plan, bis Ende Oktober hier Ergebnisse vorzulegen. Und ich will an der Stelle trotzdem auch noch mal nachdrücklich sagen, ja, es geht um den gesamten Wärmemarkt. Es geht aber insbesondere natürlich auch um die Frage der Gaspreise, die mit Blick auf die Privathaushalte wie aber auch auf die Wirtschaft dringend in irgendeiner Art und Weise eine Deckelung bedürfen bzw. entsprechender Energiekostenzuschüsse. Diese Hilfen und Schutzschirme auch für die Wirtschaft, die sind, so ist uns mitgeteilt worden, gerade in der Bundesregierung noch in konkreterer Planung. Und ich will an dieser Stelle auch aber noch einmal unterstreichen, dass wir mit Blick auf die gesamte Wirtschaft hier einen entsprechenden Handlungsbedarf sehen, aber vor allem natürlich auch mit Blick darauf, dass energieintensive Industrien, die in wirtschaftliche Notlage geraten, dringend aufgefangen werden müssen, dass gegebenenfalls es auch noch mal sinnvoll ist,
mit Blick auf mögliche Insolvenzen auch sicherzustellen, dass hier vor allem auch nochmal unterstützt wird im Sinne eines Fortführungsziels und nicht eines Abwicklungsziels. Und dass wir einen Schutzschirm aber auch für die Non-Profit-Bereiche unserer Gesellschaft brauchen. Ich glaube, ich muss das nicht näher ausführen, wenn Sie an die Schwierigkeiten denken, die gerade in diesem Bereich auch viele Betriebe hatten während der Corona-Pandemie. Und zuletzt freue ich mich darüber, dass uns auch der Arbeits- und Sozialminister eingeladen hat, jetzt nochmal die konkreten Anpassungen zum Kurzarbeitergeld für diese aktuelle Situation genauer auszuformulieren. Klar ist, insgesamt müssen die Bemühungen weitergehen mit großem Tempo. Klar ist, die politischen Eingriffe auch für langfristige Preisgestaltungen im Energiemarkt und speziell im Wärmemarkt sind das A und O in den nächsten Wochen. Ich freue mich auf weitere Ergebnisse der Expertenkommission dann Ende Oktober. Meine Damen und Herren, wir hatten heute ein gutes Gespräch mit dem Bundeskanzler. Der Austausch war von der Einigkeit getragen, dass wir in der jetzigen Situation nur gemeinsam handeln können. Die Sorge in den Betrieben, und damit meine ich Arbeitgeber und Beschäftigte, ist groß. Die Inflation trifft die Menschen und die Unternehmen gleichermaßen. Wir müssen die Inflationstreiber, insbesondere die Energiekosten, schnell in den Griff bekommen. Gleichzeitig brauchen wir Entlastungen in der aktuellen Situation. Wir freuen uns daher, durch den Abbau der kalten Progression mehr Netto vom Brutto bei den Beschäftigten ankommen wird. Wir begrüßen auch die Bereitschaft der Bundesregierung, Einmalzahlungen der Arbeitgeber an ihre Beschäftigten frei von Steuern und Abgaben zu stellen. Auch dadurch kommt mehr Geld in den Geldbeuteln der Beschäftigten an. Mir ist jedoch wichtig festzuhalten, dass nicht alle Unternehmen diese Einmalzahlungen leisten können. Viele Betriebe stehen gerade am wirtschaftlichen Abgrund. Manche Betriebe werden das nicht am ersten Tag leisten können und auch nicht in voller Höhe. Es ist daher richtig, dass wir diese Einmalzahlung als freiwilliges und flexibles Instrument ausgestalten. Wir haben heute aber nicht nur darüber geredet, wie wir Härten für die Menschen und Betriebe abfedern können. Wir müssen auch die Ursachen der Inflation adressieren. Die Energiekosten sind hier der zentrale Hebel. Meine Vorredner haben es eben schon ausgeführt. Wir müssen kurzfristig das Energieangebot verbreitern. Wir müssen Kohlekraftwerke aus der Reserve holen. Wir müssen mit den Kernkraftwerken in den Streckbetrieb. Wir müssen das Design des Strommarktes anpassen. Und wir müssen aufhören, aus Gas Strom zu produzieren. Jeder Beitrag für niedrigere Energiekosten ist ein Beitrag für eine wettbewerbsfähigere Wirtschaft und einen stabilen Arbeitsmarkt. Jeden Tag, den wir hier schneller vorankommen, ist ein guter Tag für die Betriebe und ihre Belegschaften. Die Bundesregierung hat bereits vieles auf den Weg gebracht. Wir freuen uns über die Zusage des Bundeskanzlers, dass es hier kurzfristig noch mehr und noch konkretere Lösungen geben wird. Uns ist bewusst, dass wir uns dabei zeitweise auch von marktwirtschaftlichen Ansätzen trennen. Aber in der jetzigen Situation müssen wir das Notwendige und Mögliche tun, damit das Land weiter stabil bleibt. Vielen Dank. Schönen Dank. Meine Damen und Herren, das war dann nochmal relativ klar am Ende auch von Arbeitgeberpräsident Dulger gesagt worden, was gebraucht wird in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren, damit wir diese Krise irgendwie überwinden, die uns was eingebracht hat. Ja, der Krieg Putins gegen die Ukraine. Das beschäftigte auch die G7-Wirtschaftsminister im Ergebnis.